Hab 3 Stück an diese Typen hier verschwendet. So, so. Der Lord Regent heuert schon Assassinen an. Ich muss wirklich aufpassen. Schlaf dich aus. Hier drin. Gut. Wer hätte das gedacht? Ah, hier gibt's noch ein paar Münzen zum Abgreifen. Pfeile, Geldbeutel, Münzen. Kräuter. Ah, Essen. Damit komme ich wieder zu Kräften. Das Knochenartefakt? Ist das zum Rauchen oder Essen? Verschwinde, Idiot! Okay, das Knochenartefakt. Ach, verdammt! Ist hier noch einer? Verdammter Typ, Mann, echt. Der Meisterspion hat sie mir bestimmt auf den Hals gehetzt. Am besten, ich leg ihn hier hin. Gib mir noch deinen Beutel. Ich kann keine Munition mehr tragen. Ich muss wirklich auf der Hut sein. Okay. Jetzt zu meinem Knochenartefakt. Hey, alles okay? Oh nein. Lieber nicht. Ich schnapp mir nur noch ganz kurz das Kabelwerkzeug. Und dann bin ich mit meinem Freund. Was zum? Oh oh. Ah, hier gibt's auch noch Zeug. Zum Einsammeln. Kupferdraht, Geldbeutel. Das ist ein Weiner. Ich muss aufpassen. Okay. Sieht gut aus. Keine Ahnung, wie ich an das Knochenartefakt komme. Wahrscheinlich muss ich hineingelangen. Also macht Platz, ihr Schläger. Dann besuche ich mal euren Boss. Wieder bin ich hier. Diesmal kann ich mich frei bewegen. Haben Sie davon, wenn Sie was aus der Destillerie klauen? Das vergiftete Elixier ist mieses Zeug. Nennt man Ironie, glaube ich. Das Elixier soll gegen die Seuche helfen. Aber jemand hat das Zeug vergiftet. Das Elixier macht jetzt krank. Ups. Ich glaube nicht, dass das Wort das bedeutet, Idiot. Verdammt. Das weiß ich. Dann halt ein anderes Wort. Ich bin schuld, dass ich die Krankheit weiter ausbreitet. Leid, getrunken haben. Naja. Kann jetzt nichts mehr dran ändern. Die Lumpengriffin hat mich reingelegt. Das hätte ich nicht tun sollen. Mal schauen. Gibt's hier irgendwas noch? Nur ein Knochenartefakt. Hey, wo ist dein Boss? Slack Joe wartet schon. Ja, wo ist Slack Joe? Aha. Aber hier war ich überall schon. Ich kenne mich hier eigentlich sehr gut aus. Glotzt du so blöde? Halt's Maul! Ja, perfekt. Kann ich gut gebrauchen. Nicht schnell, genug. Langsam, langsam. Du brauchst nur einen Schluck. Hast du nicht gehört? Slack Joe hebt sich das gute Zeug selbst auf. Für uns verdünnt er den Rest. Ein Teil Elixier, 3 Teile Wasser. Ach, das macht das Schlucken leichter.
Ich riskiere nicht, die Seuche zu bekommen. Trink bis zum Letzten, das ist mein Motto. Ach, verdammt. Schon, wie ich reinkommen würde, aber ich habe diese Kraft noch nicht. Zeit anhalten. Naja. Hey, Freunde. Wo ist denn jetzt Slack Joe? In seinem Büro, oder? Oh Mann. Wenn Slack Joe rausfindet, dass ich das war, habe ich ein fettes Problem. Hallo, Slack Joe. Da haben wir einen Verbrecher, wenn ich dich so ansehe. Ein Verbrecher, für den ich vielleicht Arbeit habe. Jemand hat den Brautank mit der Seuche infiziert. Die Hälfte meiner Männer sind Weiner. Hab drei in der Destillerie gefangen. Der Rest treibt sich auf der Straße rum. Da dem so ist, fehlt es mir jetzt an ein paar fähigen Leuten. Und so habe ich jetzt vielleicht was für dich zu tun. So wie ich es sehe, lohnt es sich nicht, hier jemanden umzubringen. Bis auf die zwei Pendletons in der Golden Cat. Hab recht, oder? Siehste, Slackjaw kennt sich aus. Die Jungs sind Zwillinge. Reich, gemein und komisch. Schlimmer als die üblichen reichen Säcke. Haben sich schon eine Weile bedeckt gehalten, weiß nicht warum. Aber heute Nacht ist die Golden Cat besonders gut bewacht. Besondere Gäste und so. Und du willst da rein in diese Aufmachung und die Pendleton-Brüder umbringen? Ja. Hab vielleicht eine bessere Methode dafür, wenn du mir einen Gefallen tust, verstanden? Jemand, aber ich weiß nicht wer, tötet meine Männer, wildert in meinem Revier, klaut meine Sachen. Könnte ein Typ namens Galvani sein. Hab meinen besten Mann geschickt, um das zu prüfen, aber er ist verschwunden. Und jetzt brauche ich einen, der guckt, was mit ihm passiert ist. Geh zu dem Haus von diesem Galvani. Er lebt ganz in der Nähe beim Clavering Boulevard. Wenn du das machst, zeige ich dir einen besseren Weg in die Golden Cat. Okay. Ich werde es tun. Was haben wir hier? Die Anleitung fürs Elixier. Gut. Dann machen wir uns auf den Weg. Ich hätte eigentlich auch den schnelleren Weg wählen können. Gut. Aschenbecher. Dann zurück ins Destillerie-Bezirk. Sie sind frei. Oh oh. Ich muss aufpassen. Aber jetzt kann ich mir wenigstens das hier holen. Danke für das Knochenartefakt. Hilf mir mal jemand! Wir müssen die Weine erledigen. Das wird... Den letzten noch. Jawohl. Das war's. Was für ein Massaker. Naja. Hilf mir mal jemand. Schon wieder. Bald gehen mir die Kugeln aus. Du musst wohl bekloppt sein. Verdammte Weiner. Was? Ob das Folgen haben wird, dass ich so viele Weiner umbringe? Ich hoffe nicht. Gut. Zurück in die Stadt. Hey, verschwinde, Idiot! Das ist aber nicht sehr nett. Okay. Alles klar.
Assassinen schlafen. Aber falls doch noch welche da sind, passe ich mal besser auf. Ich bevorzuge doch eher diesen schlichten, einfachen Weg, den mir Slack Joe vorgeschlagen hat. Also erledigen wir die Arbeit für ihn. Mal wieder in Dr. Galvanis Büro. Und da oben steht einer. Ob ich da nochmal reinkomme? Bestimmt nicht. Oh oh, da kommen welche. Zwei Wachen. Sofort sehen. Ah, da ist sie. Mein kleiner Freund. Komm her. Verdammt, ich bin zu weit weg. Komm schon. Mist. Verdammt, wo willst du hin? Jetzt! Ich hab gehört, du hast dich beim Kartenspielen komplett ausnehmen lassen. Dum-di-dum-di-dum. Dum-di-dum-di-dum. Oh, wo geht's denn da lang? Ah. Okay. Auf dem Balkon. Oder durch den Haupteingang wieder. Nein, ich glaube, ich bevorzuge diesmal den Balkon. Nur ich muss aufpassen. Okay, es sieht mich keiner. Komme ich so weit hoch? Leider nicht. Schade. Wolltest du noch immer wegen des Würfelspiels? Halt Maul! Vielleicht komme ich irgendwie anders hoch. Hier komme ich auch nicht hoch. Wird gar nicht einfach. Aufpassen. Zwei Wachen. Sollte ich eigentlich locker leicht entgehen können. Was zahlen Sie denn? Das sag ich dir doch. Ich kenne mich ja hier schon aus. Das ist der kleine Vorteil. Eine Rune gibt's hier noch. Die hole ich mir natürlich jetzt. Toilette ist sauber. Plötzlich sind keine Ratten mehr da. Und aufwärts. Oh, 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 oh.
das Tod. Verdammt. Haben Sie mich gesehen? Mist. Gibt's hier keine Ratte? Besser. Hör damit. Verdammt, er ist tot. Okay. Die Rune muss ja auch irgendwo liegen. Schau an, 287. Da ist die Safe-Kombination also. Dann nichts wie runter ins Wohnzimmer. Ich wusste, ich finde sie irgendwann mal noch. Man muss nur Geduld haben. Und nicht zu übereifrig sein. Alles an einem Tag schafft man sowieso nie. Okay, hier ist niemand mehr. Okay, 2, 8, 7. Offen. Ein Beutel mit 500 Münzen. Das hat sich gelohnt. Und jetzt weg hier. Oh, Pistolen. Danke. Frische Kugeln für meine Knarre. Am besten, wir gehen oben raus und legen den einen noch schlafen. Gut, die beiden habe ich da drin verstaut. Was ist mit der Leiche? Na, egal. Schlaft euch aus und wundert euch nicht, wie ihr hier reingekommen seid. Gut, die sind verstaut. Die Information. Hm, voll. Vielleicht finde ich ja hier noch irgendwo ein Audiograph. Wo war denn noch mal einer? Es war eigentlich hier einer auf dem Tisch. Naja. Gut. Raus hier. Hä? Ach, ich bin ganz oben. Stimmt. Also gut. Zurück zu Slag Joe. Am besten hier entlang. Hier kann man sich gut entlang schleichen. Sehr gut. Immer im Verborgenen bleiben. Verzieh dich! Was ist jetzt wieder los? Was? Griff, wo steckst du? Komm hier jetzt endlich mal rein. Hm?
Nein, rühr mir nicht. Ah, Griff. Ich brauche noch ein paar Betäubungspfeile. Sie suchen? Betäubungspfeile. Danke. Gut. Das Knochenartefakt ist noch immer hier. Ich spüre seine Macht. Noch immer in 21 Metern. Die Stadt geht zugrunde. Mal gucken, ob ich es später finde. Jetzt gehen wir erstmal wieder. Hey, 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 Moment! Mir fällt gerade auf, warum zahle ich immer den ganzen Whisky? Ach, als Maul. Du weißt doch, dass ich nicht weiß, welche Münze wie viel wert ist. Schon peinlich. Na gut. Oh, den Schläger hat's erwischt, hä? Bei dem Ausbruch. Naja, was will man machen? Ich hätte natürlich auch die Heuler... Moment mal. Ach, explosive Flaschen. Betäuben können und wieder in die Zelle schmeißen. Vielleicht gibt es doch irgendwann mal ein Heilmittel. Und ich habe sie jetzt einfach abgemurkst. Naja. Was soll's. Beim nächsten Mal. Die Sache ist erledigt. Wo ist der? Ach, verdammt. Wo steckt der denn jetzt? Oben oder was? Ach, ich bin an ihm vorbeigelaufen. Er ist da oben. Was ist das? Informationen über meinen vermissten Mann? Ja. Dann schieß los. Jetzt bin ich auch gespannt. Fletcher, ich bin's, Crowley. Für den Fall, dass du nicht zurückkommst. Du hattest recht. Jemand will deinen Tod. Will die Destillerie übernehmen. Die ganze Bottle Street Gang. Kommst nie drauf, wer es ist. Hat er auch keinen Schimmer. Deshalb brauchte ich so lang. Wollt sicher gehen? Was ist das? Ah! Nein! Nein! Ah! Crowley ist tot? Schade. War einer meiner besten Männer. Aber du und ich hatten ein Geschäft und ich halte mich immer an die Abmachungen. Fände ich Nimm gut. Den Schlüssel hier. Ist nicht für die Golden Cat, aber für den Captain's Chair. Ein verlassenes Hotel, seit die Seuche diesen Stadtteil besucht hat. Geh die Treppe hoch und dann aufs Dach. Von da aus kommst du ins Golden Cat Bordell. Siehst du? Slackshaw hält sich an Abmachungen. Fast wie die Männer, die die Stadt regieren. Vielleicht ein bisschen besser. Denk drüber nach. Vielleicht können wir uns nochmal helfen. Ich kann die Pendletons für dich erledigen. Leise und ohne Mord. Aber du musst mir einen Gefallen tun. Nein, danke. Stör mich nicht, Mitty. Nein, danke. Stör mich nicht. Mit mir... Also... Nein, danke. Stört mich nicht, die Hände schmutzig zu machen. Na gut. Komm wieder, wenn du es dir anders überlegst. Gut. Okay. Zeit, neue Kräfte zu aktivieren. Und zwar Zeit verlangsamen. Das ist nämlich gar nicht mal so schlecht. Somit können wir gleich an diesem Rad hier die Zeit verlangsamen. Drehen wir an den Bahn. Drehen, 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 drehen. Und verlangsamen die Zeit. Und wir sind drin. Sehr schön. Ja. Auch kein Mensch. Gut, wir hätten auch eine Ratte nehmen können, aber bis ich jetzt eine Ratte gefunden habe, dauert es ein wenig. Baupläne. Genial.
Das habe ich gebraucht. Halt! Gib mir den Mana-Trank. Walöl. Granaten. Springfallen. Okay. Ah, ein Apfel. Ein Schlüssel. Nice. Wir hätten auch von hier oben hochkommen können. Hereinkommen können. Aber woher soll ich es wissen? Nächstes Mal besser umschauen. Okay. Hier gibt es auch keine Knochenartefakte mehr oder Runen oder sowas. Nein. Hier gibt es gar nichts. Gut. Wir haben einen Schlüssel für ein Hotel. Dann machen wir uns auf den Weg. Lass den doch hier nicht so rumliegen, echt. Kein Mitgefühl, diese Menschen hier.